Hallo, meine lieben Freunde aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz oder anderen deutschsprachigen Ländern. Darf ich mich zuerst mal vorstellen? Ich heiße Tenzin oder Jamyang Tsering und den Familiennamen haben wir eigentlich nicht in unserer Kultur. Wie zum Beispiel, das ist anders als in ihrer Kultur, weil in unserer Tradition die Namen aller Neugeborenen von hochgebildeten Mönchen oder Dalai Lama verliehen sind. Als ich noch ein Kind war, wurde ich von meinen Eltern nach Indien geschickt, damit ich nicht nur Englisch lernen, sondern auch besser den tibetischen Geschichte, tibetischen Buddhismus studieren und mehr die tibetische Geschichte eigentlich erfahren kann. Ich habe ungefähr 5 Jahre in Indien studiert. Ich studiere die meisten Teil tibetische Geschichte und tibetischen Buddhismus. Als ich 20 Jahre alt war, kehrte ich zurück nach Tibet und habe meinen ersten Beruf mit meinem Vater als Reiseleiter bekommen. Damals war Tibet nicht so streng wie heute. Wir brauchen keine Lizenz dafür. Ich habe viele Erfahrungen über die Arbeit im Laufe der Zeit gesammelt. Als Reiseleiter in Tibet brauchen wir so viele Erfahrungen über alles. Wir beherrschen nicht nur Kenntnisse über Religion, Tradition, Sitten und Gebräuche und Geschichte, sondern auch das Wetter und die Anpassungsfähigkeit und die Maßnahmen im Notfall und so weiter. Denn die Reise in Tibet ist wirklich ein riesiges Abenteuer. Als ich erstmal Reiseleiter geworden bin, also für die ersten 3 Jahre, führte ich meistens Fahrradreisegruppen aus aller Welt und dann in den nächsten 3 Jahren Wandertour. Und dann in den letzten 3 Jahren machte ich Kailash-Reise, Everest-Reise und so weiter. Durch 9-jährige Arbeit habe ich reiche Erfahrungen über die Arbeit im Laufe der Zeit gesammelt. Ich habe bis jetzt nur als englischer Reiseleiter gearbeitet, aber ab diesem Jahr werde ich auch als deutschsprechender Reiseführer arbeiten. Weil ich durch meinen Fleiß auch Deutsch gelernt habe, ich bin eigentlich sehr stolz darauf. Sie wissen das bestimmt, wie schwer Deutsch für Ausländer ist. Ich warte hier in Heiligen Tibet auf Sie. Tibet ist das Dach der Welt, reich an Buddhismus mit einer wirklich interessanten Geschichte. Ich möchte Ihnen die Geschichte, ganze Geschichte Tibets erklären und die heiligen Klöster zeigen. Es gibt auch viele, viele wundervolle Landschaften in Tibet. Zum Beispiel so viele salzige Seen, die meist über 4000 Meter hoch liegen und wirklich traumhafte Farbe haben. Zu aller Jahreszeiten liegt Schnee auf dem Berg und der reine Schnee scheint wie Diamant in der Sonne. Also wenn Sie sich für Berge interessieren, können wir diese Berge zusammen besteigen und von dem Berggipfel auch einen schönen Blick genießen. Alle Gebiete in Tibet sind eigentlich großartig und einmalig für die Besucher. Aber ich bin ganz sicher, dass wir reich an interessanten Geschichten und verschiedenen Kulturen sind. So, dass Sie hier viel erleben können eigentlich. Wenn Sie Ihre Reise in Tibet beenden, werden Sie bestimmt sagen, das hat sich gelohnt. Also mein Deutsch, ja, ist eigentlich jetzt noch nicht perfekt. Aber ich bemühe mich immer mehr zu lernen und ja, Ihnen das beste Service anzubieten. Ja, wenn Sie nach Tibet kommen, verspreche ich Ihnen ein einmaliges Erlebnis mit mir zusammen. Ja, zum Schluss eigentlich möchte ich bei meinem Reisebüro bedanken, dass es mir eine wunderbare Gelegenheit bietet, Deutsch zu lernen. Mein Reisebüro heißt Tibet Vista und ist einer der führenden Reiseveranstalter in Tibet. Und ja, bitte kontaktieren Sie unsere Reisebüro für Ihren nächsten Besuch in Tibet. Vielen, vielen Dank.